Und herzlich willkommen hier zurück zum nächsten Part. Wir haben jetzt ja noch einiges an Erfahrungspunkten gut gemacht. Können ja mal gerade mal gucken. 52.000. Boah, da lässt sich doch bestimmt ein bisschen was upgraden. Ich könnte mir natürlich auch noch einen weiteren Perk kaufen. Ich glaube, das mache ich auch. Ha, noch ein Perk. Und Unterkampfkünste, was verbessern wir? Schwere Rüstung? Nee. Magische Künste? Nee. Bleiben wir mal noch ein bisschen hier bei unseren Künsten. Schlösser knacken, Taschendiebstahl. Dann verbessern wir mal ein bisschen das Schleichen. Würde ich behaupten. Da könnte man nämlich eigentlich auch noch einen Perk reinhauen. Schlösser knacken für mich wichtiger ist. Na, bleiben wir mal dabei. Skybug Training Zero detected. We want to XP Payback? Okay. Payback done. Was auch immer das jetzt für ein Problem war. Es ist einfach mal an uns vorbeigezogen. So, Kampfkünste. Leichte Rüstung kann man ja noch verbessern. Ja, es gibt mal Punkte fürs allgemeine Level. Sind die jetzt auch noch ein Level up? Damit können wir die Gesundheit wieder hochhauen. Mit zwei verfügbare Talentpunkte. Rüstung können wir gerade nichts verbessern. Bogenschießen ebenfalls nicht. Beim Wanderer jedoch. Beziehungsweise Springerspitzengefühl. Ja, das sollte ich vielleicht wirklich mal verbessern. Hä? Das hätte ich verbessern sollen. Fingerspitzengefühl. Na, sei es drum. Hier beim Wanderer, den Reisenden, bewegen wir uns schneller. Sind resistenter. Da haben wir die Wahrnehmung. Du kannst Bärenfallen aufsammeln. Du weißt nun mehr über Hirsche, Elche, Füchse, Hasen, Wölfe, Skiver, Schlammkrabben und Schlachterfische. Die unspektakulären Kreaturen nirgends. So, und mit dieser Freischaltung kann ich jetzt hier Auslandsrüstung holen demnächst. Und hier bekannter Feind. Machen wir nämlich mehr Schaden gegen diese, die wir bereits kennen in der Lore. Dann kommen die Raubtiere, die Höhlenbewohner. Die Kräfte der Natur, riesige Landstreicher, die Tundra-Leute, Humanoide und Drachen. Humanoide sind 100, ja. So, dann geht's mal hier weiter. Ha, Checkpoint. Noch eine Schatulle, ebenfalls mit Lehrlingsstatus. Fast. Na. So, ungefähr hier. Dammit, was war das denn? Ha! Aber dafür beim nächsten dann instant. Naja. Sei es drum. So, haben wir aus der Speisekammer auch alles geholt. Ah, blöder Typ. Steht mir im Weg rum. Apropos, ich glaube, ich lasse die mal hier unten stehen. Ich vermute ich nämlich... Gebe euch Deckung. Wartet hier. Geht nur. Kommst du auch mal? Ah, er hat den Weg nicht gefunden um die Türe herum. Wollen wir auch erstmal vorstellen. So. Ja. Wartet hier. Lasst mich nicht zu lange warten. Mir wird leicht langweilig. Denn ich gehe davon aus, dass da sich noch irgendwo Söldner rumtreiben. Und wir wollen ja. Oh ja. Seht ihr? Da ist sogar einer. Wollen ja kein Aufsehen erregen. Ich hätte theoretisch auch mal einen Punkt ins Schleichen geben können. Ah, kriegen wir schon hin.
einfach gut nach Gehör arbeiten. Hört ja ungefähr, wo der sich bewegt. Einer patrouilliert da nämlich. Ist er sogar schon wieder drüben. Der geht anscheinend nicht komplett da durch. Das hier ist also der Weg, den man nehmen darf. Ja, da hinten steht er jetzt. Ich würde versuchen, erstmal da hinten durch das Eisengitter zu kommen. Was war das? Scheiße. Danke fürs Aufmachen. Jetzt bin ich tot. Yep. Scheiße. Wie gemein war das denn? Bam! In my face. Okay, ich frage mich jetzt aber auch, um ehrlich zu sein, woran hat er mich gespürt? Woran? Was hat die Aufmerksamkeit erregt? Ich war doch still. Muss ich auf den Boden achten? Sind da Bodendielenplatten drin oder was? Naja, sei es drum. So, Schloss geknackt. Und im Basement angelangt. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo der Tresor steht. Ob oben oder unten. Deswegen hoffe ich, dass das hier die richtige Entscheidung ist. Up to the basement. Oha, weitere Söldner. Jede Menge sogar. Ah, gut, zwei Stück. So. Geht eine Tür durch. Da könnte man einen abfackeln. Ist da jemand? Oh shit. Hallo? Wer ist da? Scheiße. Kann sich ja nirgends verstecken. Ich dachte, die hören auch irgendwann auf zu suchen. Oder? Er geht wieder. Oh, was ein Glück. Wusste ich. Das habe ich mir wohl bloß eingebildet. Also da haben wir jetzt wirklich ein bisschen ein Problem, den wegzukriegen. Wenn ich den Flammen anzünde. Oh, das kriegt doch jeder mit. Das ist die einzige Möglichkeit, die mir jetzt bleibt. Ist da jemand? Jetzt gehört ihr mir. Ey, ihr wollt mich verarschen, oder? Es hat nichts wirklich gebracht. Wofür mache ich mir die Mühe da eigentlich? Das ist der Tresor. Also jetzt bin ich wirklich überfragt. Wie soll man an dem per Schurke vorbeikommen, ohne dass man ihn umbringt? Das ist gar nicht machbar. Ich bräuchte einen Unsichtbarkeitstrank. Also das haben sie ja mal geschickt eingefädelt. Es
sei denn, das Ablenkungssystem würde noch funktionieren, wenn ich hinten einen Pfeil rausschieße, dass er abgelenkt genug ist, dem Pfeil hinterherjagt und ich dran vorbeiswitchen kann. Aber das muss auch erstmal funktionieren. Na, gehen wir erstmal dann nach oben. Da fehlen mir so manchmal die Optionen, dass ich als Schurke hingehen kann und jemanden ausnocken kann, wenn ich von hinten an den Rand schleiche. Einmal eine Keule drüber ziehen, gut ist. Er allerdings dadurch nicht getötet wurde und noch nichts passiert ist. Ich höre eine Biene. Ach, nicht hinsetzen. Eine der schlimmsten Dinge, die ich in dem Spiel laufend vermassle. Will ich was einsammeln? Ich hock mich hin. Meh. Schon wieder. Nicht richtig gezielt und schon wieder hier gesetzt. Problem ist jetzt, dass da tatsächlich jemand steht. Ei, der da aus. Oh shit. Oh shit. Ihr hättet nie herkommen sollen. Diese dumme Shit. Also an dem Schleifsystem sind noch ein paar Ecken dran. Wie soll ich denn das schaffen? Vor allen Dingen, jetzt bin ich einfach weggeschlichen und dann hat sich trotzdem jemand geweckt. Was ist das für eine Kacke? Ah! Okay. Nicht beschweren, nicht beklagen. Einfach schaffen. Aufhören rum zu failen. Irgendwann mache ich wahrscheinlich noch einen Skyrim-Fail-Trail. Ist es die Aufgabe dort oben, das Zeug zu stehen, auch wirklich nur für welche gedacht, die schon relativ weit oben sind mit ihrer Diebeskunst. Das bin ich ja leider noch nicht. Die war vorhin aber nicht abgesperrt. Mir soll es recht sein. Gibt mehr Erfahrungspunkte. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Diebesschuhe erhöht meine Aussichten. Tragekapazität erstmal egal. Bessere Preise erstmal egal. Ich muss leicht sein. Bogen ablegen. Waffen könnten auch Lärm machen, eventuell. Den Umhang genauso mal weg. Ich glaube, es sind die Schuhe. Die Handschuhe auch. Ne, ein Grundgeräuschpegel werde ich wohl anscheinend immer machen. Die zwei Sachen mal an, die was bringen. So. Und Schloss geöffnet. Oh shit.
könnt euch vor mir nicht verstecken. Ob das klappt? Nope. Oder doch? Was zum... Ich weiß, dass ihr hier irgendwo seid. Hm. Ist da jemand? Jetzt haben sie alle drei am Arsch. Irgendeiner wird mich doch finden. Glaubst du ja wohl selbst nicht. Wo seid ihr? Ich wusste gar nicht, dass es geht, dass die irgendwann aufhören zu chasen. Nun ja, ist wohl weggelaufen. Keine Antwort. Nun ja, ist weggelaufen. Aber immerhin. Einfach merken, nicht zu nah an den Söldner ran. Er legt sich wahrscheinlich auch gleich wieder schlafen. Und eine Art Waffenkammer haben wir gefunden. Mit einem Helm. Wow, hat sich nicht so ganz rentiert, würde ich behaupten. Ah, schade, schade, schade. So, jetzt wird's kniffliger. Was war das? Sag ich doch. Hat mich aber noch nicht komplett gefunden. Finde ich einfach zu geil. Wie geht denn das? Hat doch genau in meine Richtung geguckt. Egal. Auf jeden Fall muss ich mir was überlegen, wie ich dort durchkomme. Die erkennen mich. Habe ich irgendeinen Trank? Ich habe viele Tränke. Flüchtigen Unsichtbarkeit. Das da wäre doch was. Ha! Ist da jemand? Sobald das hier halt jetzt vorbei ist. Komm, schneller, versteck dich. Komm, 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 komm. Was war das? Auge, schließ dich. Was zum Er ist gar nicht da. Okay. Das ist lustig. Brauchen wir immer Unsichtbarkeitstrank. Er ist einfach nicht da. So. Bei den Typen angekommen. Und nun. Meister der Diebe. Alles mitnehmen. Das dürfte eine heftige Botschaft hinterlassen. Oh shit. Ihr habt hier nicht unsichtbar verloren. Wer? Ich sage es euch zum letzten Mal. Ha. Hm. Ich wusste es aus, Test. Es tut mir so sorry. Ich wusste es tun. Alles klar. Gut. Wissen wir Bescheid. Der Typ pennt nicht. Eventuell, weil wir ihn das letzte Mal aufgeschreckt haben. Dann benutzen wir also natürlich gleich einen Unsichtbarkeitstrank.
Ist halt schön, dass ich dachte, dass er schläft. Dementsprechend. Naja. Auf jeden Fall, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir machen hier im nächsten Part mal weiter. Bis dann.